Am 2. Februar des Jahres 2024 rief der Musikverein Liechtenstein in Zusammenarbeit mit der Rödlitzer Dorfwerkstatt erstmals in der neuen Zeit dazu auf, die traditionelle Lichtmess im Rahmen einer kleinen Zeremonie am Standort des im Ortsteil Rödlitz ansässigen Vereins zu begehen. Zahlreiche Bürger und auch sehr viele Kinder folgten dem Aufruf und so füllte sich der kleine Vorplatz des Rödlitzer Domizils sehr rasch mit neugierigen Besuchern. Auch die Liechtensteiner Rosenprinzessin Alexandria I. war an diesem Abend zu Gast und begrüßte die anwesenden Bürger wie immer gut gelaunt und frohen Herzens. Für das leibliche Wohl war mit Kartoffelpuffer, Rostbratwurst und Glühwein gesorgt. Und auch für die Kinder stand eine Losbude mit tollen Überraschungen bereit. Gegen 18.30 Uhr verkündete der Nachtwächter zu Liechtenstein, Christian Bretschneider, einige Anekdoten zur Bedeutung der Lichtmess und die anwesenden Kinder dichteten das Weihnachtslied »Sind die Lichter angezündet« kurzerhand um in ein Lied zum Ausblasen. Und lasst euch sagen, unsere Glocke längst sechs geschlagen. Wir treffen uns zur Lichtmess heut, beenden gleich die Weihnachtszeit. Im Anschluss wurde der Countdown zum Auslöschen der Lichter auf Null gezählt und der Baum blieb danach allein in der Dunkelheit zurück. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1, los! Gegen 19 Uhr konnte man dem Musikverein noch bei einer öffentlichen Probe in kleiner Besetzung sein Ohr leihen und so ließ man den Abend, welcher hoffentlich im nächsten Jahr eine Wiederholung erfährt, in Frieden und Harmonie ausklingen.